Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 13. Ja, jetzt haben wir relativ sehr viel Hintergrundstory über Sess erlebt und auch erfahren. Hat mich schon echt schon gut unten gehauen. Auch jetzt die Gedankenspielerei, was wäre wenn, ist also jetzt entstanden und wow. Einen großen Einfluss hat es da echt genommen. Naja, aber wir können ja nicht die Vergangenheit ändern. Wir können nur in die Zukunft voranschreiten. Und da ist irgendwas. Wetterkugeln beeinflussen das Klima und steuern atmosphärische Niederschläge. Einige indigene Spezies scheuen Wasser und verkriechen sich vor Regen. Allerdings locken Niederschläge dafür andere hydrophile Wesen hervor. Na, die sind leichter zu besiegen, finde ich. Also der Dicke da. Überraschung. Das nenne ich schon mal einen erfolgreichen Angriff. So, weiter geht's. Was sehe ich denn da? Ich muss die Karte angucken. Ich kann beide Wege gehen. Na, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Ich sehe da. Ey, was fliegt denn da rum? Ich will doch erstmal wissen, ob da oben vielleicht eine Kugel gibt. Ja, wusste ich doch. Hi. Ach du. Es wird hart. So, mach schon erstmal den ersten aus. Heilen. Hold on!
das schaffen wir jetzt. Das ist jetzt kein Problem. Also Viere sind schon nicht einfach, aber machbar. Erledigt und wir können unsere Loot holen. Ganz wichtig. So, und auf die habe ich jetzt eigentlich. Oder? Ja, könnten. Ein Präventivschlag. Und Attacke. Gott. Was war noch dieses große Vieh da? Dann können wir mal das Wetter ändern. So, gut umschauen. Was bist du denn? Kröten da. Wahrscheinlich ist das so ein Mega-Monster gewesen. Schon mal den ersten erledigt. Müssen wir erstmal auf Hallen gehen. Lol. Und wir müssen die Dornfisch erstmal erledigen, die schwachen Dinger. Die gehen sie uns auf den Sack. Kommt ihr her? Los. Yeah.
schön nervig. Nix da. Du rufst seine Freunde nicht. Ich muss jetzt ein bisschen die Angriffe von denen aushalten, damit wir den endlich weg haben. Gut. Eieiei, die waren ganz schön nervig. Oh, länger gebraucht diesmal. War ja nicht so ganz einfach. Oh mein Gott. Kommt man den Vögeln vorbei? Das Glück? Ja. Oh. Das Fett. Das Feld zum unserer Kühe ja nicht besiegen. Da wir nur die zwei haben. Und ich höre einen Pudding. Puddingmonster. Denn ich möchte diesen Loot haben. Dann müssen wir wieder wechseln, weil ich da hinten schon dieses Vogelvieh gesehen habe. Komm, selbst das schaffst du. Okay, oder? Oder nicht? Müssen wir mal Ausschau halten. Das sind Vögel. Ist hinten noch eine Kugel? Weiß nicht. Ich kann es nicht sehen. Sehen wir das auf der Karte vielleicht? Ja, da oben ist tatsächlich noch einer. Schauen wir mal, ob die Vögel vielleicht ausweichen können. Ah, schade nicht. Yeah.
Wenn wir dann hinten das Wetter überwechseln, dann werden wahrscheinlich wieder diese Kröten kommen. Ich habe nicht wirklich Lust, diesen Vogel anzurufen. Ich habe das Gefühl, der ist auch sehr, sehr stark. Oh. Da hinten? Ich muss einfach sagen, benutzen wir den hier. Willst du mich verarschen? Ich muss was gucken. Hat sie nicht angezeigt. Dann sind auch die ganzen Monster wieder da. Eieiei. Versuchen. Juhu. Ausgewichen. Holla, die Waldfee. Was wir jetzt antreffen? Die Vögel? Oh nee, nicht die wieder. Und die gehen wir lieber gegen die Pudding. Ja, komm, wir machen es gegen die Pudding. Das sind die mir dann ja doch. Die lieberen Gegnern. Eventuell können wir denen auch etwas ausweichen. Da sind sie auch langsam genug. Ah, verdammt. Oder auch nicht. Rauspicken, danach wieder ein bisschen heilen, denke ich mal. Und wie ich ja schon gesehen habe im Norden,
ist da der nächste Speicherpunkt. Boah, da haben wir so eine nervige Stelle hinter uns. Eieiei. Da haben sie mich fast reingelegt hier. So, es ist nur noch ein Pudding und dann sind noch diese kleinen Vögel wieder, die relativ schnell zu besiegen sind. Die Vögel. Also, dieser Abschnitt ist massiv auf Kampf ausgelegt. Feuer? Setzen Sie Feuer ein? Heilige Maria und Josef. Jetzt wird's aber hier tropisch. Meine Güte. Dann speichern wir mal an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat bis hierhin, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.